Hallo liebe Genossen, Comrades and Tovarits, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal von Astral Silver und es ist schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, und es ist auch schön, dass wir uns heute wieder hier eine Stunde Zeit nehmen können, um den Aufbau der kleinen Volksrepublik hier weiter voranzutreiben, Genossen. Ihr seht es, wir sind jetzt im Juli, Mitte Juli, ja, heute eigentlich, ne? 12. Juli, so ungefähr. Und was ist seit der letzten Folge passiert, Genossen? In den letzten Sekunden der letzten Folge konnte man sehen, dass der Schnee dann noch abtaute und es quasi grün wieder wurde in unserer Welt. Und das Frühjahr habe ich auch genutzt, um eigentlich hier die Straßenbauarbeiten weiter voranzutreiben. Da haben wir einen sehr zufriedenstellenden Zwischenstand erreicht, jedenfalls meiner Meinung nach. Und ja, schaut es euch an, Genossen. Also der Grad der Asphaltierung hier, der schreitet voran. Das ja, ist eine Freude mit anzuschauen, wirklich. Da geht einem das Herz auf, gerade weil es auch so schnell geht mittlerweile. Ne? Sehen wir, wenn das hier fertig ist, das kleine Stück, das können wir mal in Augenschein nehmen, wie schnell sie da fertig sind mit. Ja, was ist sonst noch passiert, Genossen? Seit der letzten Episode... Habe ich da irgendwelche Ausnahmen? Ja, Genossen, ich musste wieder was ankaufen. Ausnahmeregelung war, dass das Modgebäude nicht durch unsere Bautrupps erreicht werden kann. Oder nicht, die das nicht auf den Schirm genommen haben. Und das Gebäude, was hier angesprochen wird, sind diese Laternen. Ja, Laternen sind das, Genossen. Sieht zwar aus wie so ein Stück, wie ein... Ja, so ein Pfahl hier, ne, von den Stromleitungen, aber es fungiert als Laterne. Und da die Minol-Tankstellen ja noch keine eigene Beleuchtung haben, dachte ich, ist es auch aus, allein aus Gründen der Verkehrssicherheit hier erforderlich, kleine Beleuchtungen mit anzubringen. Also, das haben wir eingekauft, Genossen. Hier seid ihr auf dem neuesten Stand. Jetzt mal überlegen, war hier noch was? Nee. Die Brücke haben wir fertiggestellt, ne? Und alles Weitere, was jetzt die laufenden Bauarbeiten angeht, das zeige ich euch gerne gleich. Und wenn ihr da Lust habt, dabei zu sein, dann freue ich mich sehr. Denn stelle ich jetzt den Wecker und nach einer kleinen Pause, ja, dann geht's auch los, Genossen. Bam, bam, bam. Ja, hallo und willkommen nochmal. Also... Ich wollte euch zeigen, was seit der letzten Episode passiert ist, Genossen, ne? Ja, da waren wir dabei und zwar diese Brücke hier. Da ist das letzte Segment fertig gebaut worden und das war ein riesengroßer Fortschritt, denn bislang, hier seht ihr ja, dieses kleine Stück hier auch noch, ne? Da ist es nur einspurig, also da ist es immer nur eine Baustelle. Jetzt kommen wir aber in einen Bereich rein, wo sich ja unsere Baubüros hier Zugang haben zu vielfältigen Baustellen, ne? Das heißt, dass die Geschwindigkeit der Ausbreitung sich hier jetzt deutlich erhöhen wird. Und das ist ein Riesenfortschritt. Wir haben auch schon aus eigener Kraft hier diesen, Förderturm, ne? Ja, Conveyor Tower, also Förderbandturm, fertiggestellt, was auch ein Modgebäude ist. Und hier diese Tankstelle. Ne? Die könnten wir eigentlich auch schon mal... Ne, wir haben keine Stromversorgung hier, Genossen. Da lohnt sich noch nicht, dass wir die hier wirklich zuordnen. Ja, die Stromversorgung ist ja hier angeplant. Und zwar haben wir hier das Kohlekraftwerk, Genossen. Und das soll ja auf dieser Seite für die Stromversorgung zuständig sein. Ja, und auch damit das auch im Winter funktioniert, da muss man jetzt auch dran denken. Ne? Weil sonst im Winter, wenn hier keine Wärme vorhanden ist, dann... sieht das gar nicht gut aus, Genossen. Da habe ich auch schon hier ein Heizkraftwerk mit in Auftrag gegeben. Ja, das hängt hier auch mit an der zentralen Kohlepipeline, zentralen Kohleförderband mit dran, ne? Ja. Genau, Genossen, so ist der Fortschritt hier auf der anderen Seite. Und ich denke, das ist ein Riesenfortschritt, dass wir jetzt hier den Fluss Sejov überwunden haben und... der Brückenbau hier abgeschlossen ist. Ne? Da kann man ruhig mal eine Flasche Krimsekt aufmachen und drauf anstoßen, Genossen. Ja. Ich sagte zwar vorhin, oder besser gesagt nicht vorhin, sondern in der letzten Episode, dass ich diese Straßen hier noch nicht freigeben wollte,
sondern warten wollte, bis hier das Kohlekraftwerk fertig errichtet ist. Hab mich jetzt aber eines Besseren bedacht, aus dem Grunde, dass solange es nur Straßen sind. Mein Grund dafür war ja, um die Brandgefahr einfach abzumindern. Ne? Jetzt seht ihr, dass hier natürlich eine Tankstelle steht, was auch brandgefährlich ist. Aber solange wir hier nur Straßen fertig bauen, die wir sowieso brauchen, Genossen, ne, da können wir es hier auch weiter vorantreiben. Hauptsache ist allerdings, dass hier der Tunnelbau weitergeht. Und das sieht gar nicht so jott aus, ne? Wenn wir das mal so zusammenfassen. Keine Arbeiter. Und es fehlt Stahl und Beton. Ja, aber auf jeden Fall sind alle Konstruktionsbüros, die in Frage kommen, hängen hier mit dran. Ne? Die Dutschfurter. Und die haben ja auch auf einer LKW, also die können auch den Stahl besorgen. Hoffe ich doch mal, oder? Vielleicht sollten wir für den Tunnelgenossen, dass wir den Straßenbauern hier in Neu-Waloka da auch mal Bescheid sagen. Was haben die denn hier? 3000 Meter automatisch, ja. Ja, den sagen wir auch mal, helft mal hier mit bei den Tunnelgenossen, ne? Das muss schnell vorangehen. Da bündeln wir jetzt mal hier die Kräfte und hängen den hier manuell mit dran. Genau, so. Okay. Ja, das sieht gut aus, Genossen. Das sieht sehr gut aus. Kann ich euch hier noch was Neues zeigen? Ja, hier ist anlässlich Feier der Überwindung der Sejow und überhaupt zur propagandistischen Unterhaltung unserer Bevölkerung haben wir ein Denkmal, ein Monument quasi gigantischen Ausmaßes hier angeplant. Ihr seht es hier schon, ne, Genossen. Hier wird es errichtet werden, hoffentlich. Es wird eine Menge Stahl schlucken. Ich glaube 40 Tonnen Stahl oder was brauchen wir hier? 62 Tonnen Stahl und 216 Tonnen Beton. Das heißt, das wird eine gewaltige Stahlbetonkonstruktion hier. Und die wird nicht nur den Einwohnern von Eisenhüttenstadt, sondern auch den Besuchern natürlich ein imposanter Anblick sein. Und hier haben wir interessante Verkehrssituationen auf der Brücke. Nice. Ja. Naja, Genossen, so steht es hier davor. Ihr seht es, es geht voran. Und des Weiteren hatte ich auch schon noch vorbereitet, hier genau, endlich dieses Spannungsproblem in Strausberg zu lösen, Genossen. Da ist es nämlich folgendermaßen. Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Wir haben hier das Umspannwerk, dieses kleine Umspannwerkchen, das hängt an diesem Switch mit dran. Und der ist nachts, habe ich mir angeguckt, an der Leistungsgrenze. Also der zieht dann seine 2,3 Megawatt und deswegen kriegt dieses Umspannwerk dann nur 0,8 oder 0,9 ab und das ist anscheinend zu wenig, Genossen. Das bedeutet, ich hatte hier schon einen Bauauftrag ausgelöst für diese Mittelspannungsleitung. Die geht jetzt direkt hier zum Transformator, ne? Zu dem Zentraltransformator, windet sich hier an den Kohleverarbeitungsanlagen entlang, geht dann hier lang, hier durch und kommt hier wieder vor. Das heißt, dass wir jetzt mal hier auf Pause gehen werden kurz und das bestehende Kabel hier abreißen und den Bauauftrag für die Neuverbindung mit der höherwertigen Leitung hier erteilen, Genossen. Ist natürlich auch nicht so clever, das hier direkt übereinander zu bauen, wenn man die Hälfte davon wieder abreißen will, ne? Da reicht ja erstmal, wenn wir das abreißen hier, okay. Und dann können wir das hier nämlich ransetzen. Okay, ist nur ein Segment. Das sollte schnell gehen. Nice. Und dann kommen die Kleinen hier weg, Genossen. Ja, die kommen jetzt hier weg. Genau. Dann ist der Switch zwar überflüssig, ne, weil hier nur ein anderes Kabel dran hängt. Da können wir aber jetzt auch eigentlich sagen, dieses andere Kabel, Genossen, wo geht denn das hin? Das geht hier hin irgendwo. Jo, das geht aber richtig weit, ne? Typ, wo geht denn das hin? Hier hin. Okay. Weil das könnte ja jetzt auch ein 2-3er werden, ne? Ja.
Da müssen wir mal schauen. Da würde ich mir gerne mal den Verbrauch hier nachts anschauen, was hier läuft in dem Umspannwerk. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so viel verbraucht wird, Genossen. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir dieses Umspannwerk jetzt, was quasi im Zentrum des flackernden Bereiches liegt. Da haben wir jetzt den Auftrag erteilt, dass es neu verbunden wird. Und der wird hoffentlich auch schnell ausgeführt. Ne? Währenddessen, Genossen, währenddessen kann ich hier einen Schluck trinken. Und wir können uns den weiteren Fortschritt an den Volkswerften anschauen hier. An der Volkswerft Edgar André. Genau, VW Schiffsbau Edgar André. Genossen, denn hier sind bedeutsame Fortschritte erzielt worden und das ist richtig nice. Also schaut es euch an. Erstens, die ganzen Lagerhäuser hier sind fertig. Dann sind diese ganzen Verbindungen hier fertig. Und das hier war der letzte Verbindungspunkt sozusagen, wenn ich es recht... Nee, das hier war der letzte. Genau, das war der letzte. Und die wurden aber auch, glaube ich, super schnell gebaut. Also brauchen auch nur ein bisschen Asphalt und Kies, sonst brauchen die, glaube ich, gar nicht viel. Und ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich diesem Staplerbüro hier, na, hier sind zwei, hier ist ein großes und ein kleines. Das große ist mit 8 Staplern, glaube ich, besetzt. Dem habe ich noch die ganzen Aufträge erteilt, die hier gelagerten Waren, also Rohstoffe besser gesagt, hier in die Werft zu verbringen, Genossen. Na, seht ihr hier. Hier wird es eingesammelt. Valoka-Lager, Komponenten, Werft. Und hier sind die Komponenten aufgelistet. Hier ist der Stoff dran und hier Kunststoff und Elektronik. Das brauchen sie auch. Der Stahl hängt extra hier vorne an so einem Freilager mit dran. Ne? Das heißt, dass in der Zwischenzeit hat dieses zuvor freistehende Distributionsoffice hier, was nicht in Verwendung war, das wurde jetzt hier der Werftversorgung gewidmet und das kümmert sich quasi hier um den Einkauf all der benötigten Rohstoffe direkt aus Frankfurt-Oder. Na, das ist deren Job. Der Stahl, besser gesagt die Versorgung mit Stahl, die habe ich dem Konstruktionsbüro hier in Neuwahl-Loka, was hier auch unseren Baustahl mit versorgt. Mit übergeholfen. Na? Das seht ihr hier. Die machen, ja gut, die Bretter bringen sie auch rüber aus Kolditz. Aber jetzt haben sie auch den Job hier, die Werft, das kleine Lager, mit Stahl zu versorgen. Und den holen sie auch nur in Frankfurt ab. Ne? Oder besser gesagt, den holen sie in Frankfurt ab. Also der wird importiert direkt aus Frankfurt. Genau, da die ja doch noch relativ viel Kapazitäten hier anscheinend immer frei haben. Ja. Gut, Genossen, das heißt nämlich... Im Endeffekt, dass eigentlich unsere Werft jetzt betriebsbereit ist. Denn auch diese Straßenverbindung hier ist fertiggestellt. Das interessiert uns jetzt hier nicht großartig. Und die alle Rohstoffe, die wir benötigen. Kunststoffe sind da, Komponenten sind da, Elektronik, Stoff und Stahl. Alles ist da, was wir brauchen, Genossen. Ja, das ist fantastisch, oder? Das ist richtig gut. Denn wenn wir jetzt einen Riesenschritt für unsere kleine Republik hier in Angriff nehmen, das würde ich vorschlagen wollen, dass wir jetzt eine Buslinie eröffnen, die dann die Werft mit Arbeitern versorgt. Ist natürlich die Frage, wo holen wir die Arbeiter her? Das überlege ich gerade, weil hier sieht es gar nicht gut aus, Genossen. Aber ob Einbahnstraße oder nicht, ja... Ist recht langsam, so vom Durchsatz her einfach, diese Bushaltestellen. Vielleicht sollten wir es hier mit an Stern hängen, ne? Hier ist nicht viel los, Genossen. 40 Arbeiter ist allerdings auch nicht die Welt, was hier rumsteht. Naja, der Stern wäre eine Alternative. Auf jeden Fall wäre es da von den Taktzeiten her okay. Wie sieht es denn hier aus in unserer kleinen Gartenkolonie, Genossen? Hier sind ja auch ein paar Arbeiter. Wollen die nicht auch was tun? Ja, vielleicht lassen wir denn einen Bus hier von der Kleingartenkolonie zur Werft laufen. Lass uns einen Bus von hier aus der Kleingartenkolonie starten. Und ein oder zwei Busse hier vom Stern.
Dann entlasten wir das alles ein bisschen hier. Wie sieht's hier aus? In der Schauerburg. In der Schauerburg könnte man auch einen Bus vorbeilaufen lassen, ne? Gut. Also, dann setzen wir das mal jetzt auf. Hier, wir errichten eine neue Linie. Und die benennen wir erstmal. Die benennen wir jetzt am Stern zur Werft hin. Ne? Aber mit so einem Strich da, hier Binde, zack. So. Oder in Strausberg am Stern, ne? Das ist meine Systematik hier. Strausberg. Strausberg am Stern, genau. Und dann hin nach Valoka Werft. Schreiben wir es mal vernünftig auf, Valoka Werft. Okay. So. Und diese Linie, der sagen wir jetzt, geben wir noch die Station, ne? Also neuer Stopp ist erstens am Stern, da fängst du an. Ja, jetzt stehen hier auch schon, naja. Naja, Genossen. Ja, Busse ist halt auch immer suboptimal irgendwie, ne? Das ist immer nur so, Okay, auf jeden Fall haben wir hier die Linie, Genossen. Und der Linie werden wir jetzt noch ein Fahrzeug zuweisen. Oder zwei. Zwei vielleicht, ne? Haben wir hier noch was in unserem Depot übrig? Ja gut, die Icarus. Aber die Icarus nehme ich eigentlich nur für die, für die Konstruktionsbüros. Denn lasst uns hier noch einen neuen Bus kaufen, Genossen. Wir werden, was werden wir kaufen hier? Wir werden hier auch wieder ein Icarus, würde ich vorschlagen. Ne? Komm, wir grenzen das mal ein, nur auf Busse. So, nur Busse und dann diesen Icarus hier. 80 km/h, 100 Passagiere ist schon echt viel. Ne? Okay, ja doch, das sieht sehr gut aus, Genossen. Das sieht sehr gut aus. Den nehmen wir hier von, kaufe ich mal 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. 4 oder 5. So. Okay. Und dann weisen wir hier jetzt noch ein Fahrzeug zu. Das hat Line the Vehicle. Zack. Zack. So, gleich 2. Okay. Naja, hoffentlich finden die irgendwann mal einen Abstand zueinander, ne? Dass die so einen Takt einhalten dann. Und nicht, dass sie hintereinander herfahren. Aber oft genug ist es ja in der Realität auch so. Dass, wenn einer kommt, kommen dann gleich drei, ne? Genau, ja. Gut, also am Stern haben wir nach Valoka, sehr schön. Das ist erledigt. Dann lass uns eine neue Linie anlegen. Und da haben wir gesagt, dass wir, na, eine neue Linie erstmal hier. Das wird dann Strausburg. Strausberg. Was schreibe ich denn hier? Strausburg, Strausberg. Strausberg-Schauer. Schauerburg und auch nach Valoka Werft. So. Das speichern wir, genau. Und dann sagen wir auch hier, Station ist die Schauerburg. Guck mal, hier haben wir sie. Zack. Und du fährst auch direkt in das Werftgebäude rein. Ja. Okay, dann haben wir das auch. Gespeichert ist es und ja, ist auch schön, ne? Dass sie jetzt die Route anzeigen hier. Ja. Wo hier? Kommt. Naja, hier ist noch eine Baustelle. Wahrscheinlich deswegen. Genossen, die Route wird sich gleich ändern. Die wird hier rüber switchen. Ja. Also, und da weisen wir auch Set Line to Vehicle. Weisen wir auch Fahrzeuge zu, Genossen. Ne? Nehmen wir da so einen großen Bus mit 100 Leuten, weiß ich nicht. Aber so ein B1000 lohnt sich jetzt auch nicht wirklich da. Ja, naja, gut, ist nicht anders, Genossen. Also auf jeden Fall ein hier. Okay. Und wir hatten gesagt, noch eine weitere Startposition hier mit eventuell mit einzulegen. Ne? Am Stern haben wir, die Schauerburg haben wir auch. Der Zopp ist eigentlich voll, jetzt nun gerade nicht, aber sonst ja immer. Und hier am Hochbunker geht gar nichts mehr. Also nichts mehr extra, nee. Naja, Zopp sieht jetzt nicht so überfüllt aus, ehrlich gesagt. Aber puh,
Momentan ist es halt so. Vielleicht reicht es jetzt auch erstmal, Genossen. Ja? Sonst setzen wir auf die Linie am Stern später noch ein, zwei Fahrzeuge mit drauf. Der ist ja eigentlich immer ganz gut gespeist hier mit, naja, ganz gute Sauen übertrieben. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Wieso haben wir hier keine Stromversorgung, Genossen? Was ist hier los? Ist das aufgrund meiner Bauarbeiten hier? Ja, genau. Genau, Genossen. Ja, das hätten wir mal irgendwie priorisieren sollen, ne? Naja. Die Baustelle im Auge behalten, da hängt das ganze Stadtviertel dran hier. Ja, wir tun, was wir können, Genossen. Aber wir brauchen hier 1,2 Tonnen Stahl und 140 Kilo Komponentenelektrische. Ja, naja. Abwarten. Das wird schon seinen sozialistischen Gang gehen hier. Da vertraue ich komplett auf die Organisation unserer Baubüros, die aber gar nicht zugeschaltet sind, Genossen. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, haben wir hier das Problem. Ja. Warte mal, Bau aussetzen. Bau fortsetzen. Wir haben hier unser altes Mod-Problem, Genossen. Ja gut, die Leitung bis hierhin haben wir aus eigener Kraft errichtet, ne? Das ging auch flott voran. Aber hier das letzte Stück werden wir nicht errichten können, weil hier wieder ein gemoddetes Gebäude dran ist. Ja. Also werden wir das jetzt kaufen, Genossen. Eine weitere Ausnahme, 1493 Rubel, genau. Okay. So, damit haben wir hier die Stromversorgung wiederhergestellt und am Stern sollte auch wieder Spannung anliegen, ja. Und genug Arbeiter sind jetzt auch da, ne? Das sieht ganz vielversprechend aus, Genossen. Okay. Okay, dann behalten wir mal jetzt hier die Situation in der Werft im Auge, ob die Arbeiter hier auch ankommen. Ja, Genossen, die ersten sind schon da. Na, fantastisch. Jo, und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zur großen Freude hier von Astralsilber das erste, überhaupt den ersten Schiffbauauftrag auslösen. Ja? Da werde ich noch mich gehörig stärken vorher, Genossen. Und derart frisch kann das hier auch losgehen in die Herausforderung, Genossen. Also, was können wir hier auswählen? Wir müssen Bauplan auswählen. Okay. Wähle einen Bauplan für die Produktion. Wir haben aber keine Baupläne, Genossen. Also müssen wir einen Bauplan kaufen, ne? Müssen wir den kaufen? Müssen wir den... Ja, erforschen kann man das nicht, ne? Nee. Müssen wir kaufen. Also wir kaufen jetzt einen Bauplan, Genossen. Und zwar brauchen wir ein Cargo-Ship und zwar ein Schüttgut-Transporter. Ne? Schüttgut heißt das. Ja, da würde ich... Ignatov Cargo-Ship. Lubenau Ore Carrier. Puh, 4 Millionen Rubel, Genossen. 4 Millionen Rubel für den Bauplan. Das ist aber mal anständig, oder? Halleluja. Also gut, denn... Ja, gekauft habe ich ihn jetzt schon. Oh, Junge, da war mein Finger aber schnell hier am Abzug sozusagen. Trigger happy. Ja, also 4 Millionen Rubel rausgehauen. Sehr gut, das war der größte Ankauf überhaupt bislang. Und dann suchen wir jetzt den Bauplan heraus. Da haben wir den. Und damit kann die Produktion losgehen, ne? Ja, das ist ja fantastisch, Genossen. Das ist ja richtig gut. Mal sehen, wie groß das Ding ist. Naja, ja, schon anständiger Pott sozusagen, ne? 8000 Tonnen, Genossen. 8000 Tonnen Kohle kann der denn hier hochschaffen. Ja, naja, gut, Genossen. Also, die Volkswerft Edgar André hat hiermit offiziell im August 66 den Betrieb aufgenommen. Zur großen Freude und ja, aller unserer Werktätigen überhaupt. Stolz sind sie darauf, ne? Ja. Nur leider noch nicht mit eigenem Stahl. Das ist, das senkt natürlich da die Rentabilität ungeheuerlich. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht, Genossen. Hier sieht es doch schon mal gut aus. Schau mal, hier, zack, der fährt den Tunnel an. Sehr gut, da sind die Arbeiter am Start. Ja, Bau läuft ohne Probleme. Was gibt es Schöneres? Sehr gut. Komm, wir hauen mal jetzt hier die Beschleunigung rein, ne? August 66, ja, Genossen. Also, wir sind jetzt im schnellen Modus unterwegs, nur dass ihr euch nicht wundert. Und schon fängt an, hier alles abzubrennen, ne? Breitet sich aus. Wo brennt es denn hier?
In der Schauerburg, Genossen. Ja, aber die Gebäude sind ja alle erreichbar. Sieht natürlich auch. Genau hier an der Ecke. Ja, aber seht ihr auch, die G5 sind super dafür, ne? Das sind super Löschfahrzeuge. Also die haben einen noch nie hängen lassen. Ja. Richtig gut, Genossen. Richtig gut. Ich will mal schauen, wie es um unser Memorial hier in Colditz bestellt ist, Genossen. Anlässlich des, hier geht's nicht voran. Wieso wird denn hier nicht an den Erinnerungen gearbeitet? Ah, Bau fortsetzen. Ist wieder meine Schuld wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt kommen sie hier an Start. Okay. Und, Bau aussetzen, Bau fortsetzen. Dann zieht er sich den gleich automatisch, Genossen. Ja. Sehr gut. Hier können wir auch die Eröffnung übrigens des Tunnels feiern. Na? Da ist jetzt volle Betriebsbereitschaft hergestellt. Das heißt, man kann von hier aus, ihr seht es, hier durchfahren. Können wir ja mal machen, oder? Dann schnappen wir uns mal den nächsten, der hier reinfährt, Genossen. Oder von der anderen Seite? Wie rum hätten wir es dann? Nee, wir fahren von hier aus, ne? Ja, von hier aus, Genossen. Was ist das hier? Was haben wir hier denn? Oha. Also. Ja, Das ist nicht gut, Genossen. Das ist gar nicht gut. Was machen wir da? Wir... Das muss aber ein schlechtes Timing gewesen sein hier. Das ging ja hier jahrelang gut jetzt. Also, dann sagen wir mal, du... Adam fährt nochmal zurück hier zum Laden. Und wir drehen ihn um, genau. So, jetzt fährt er zurück. Und jetzt sagen wir ihm, fahr nach Frankfurt und dreh um. Und ich hoffe, dass er jetzt den richtigen Weg hier findet. Na, es bleibt spannend. Ja, geht doch, Genossen, ne? Manchmal muss man da auch ein bisschen hier wieder babysitten, dann klappt das auch. Okay, nice. Ja. Naja, wer weiß, wie lange die da schon gestanden haben, ne? Wie voll ist denn hier das Großlager? Ja, das ist komplett voll. Komplett bis zur Oberkante gefüllt. Hier, Genossen, wo ich unsere reichhaltige Holzvorräte sehe, ne? Im Modshop habe ich nämlich, im Workshop, also bei Steam habe ich ein schönes Mod gefunden, ein Heizkraftwerk, was mit Holz heizt. Das ist auch wieder so ein Schweizer Gebäude. Richtig gut, gefällt mir richtig gut, Genossen. Nur jetzt für Eisenhüttenstadt ist das natürlich unpraktisch, weil wir da ja gerade unsere Kohleversorgung am Aufbauen sind. Ne? Ja. Jo, also das Schiff ist in Produktion. Ne? Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, oder? Ja, gut, wir haben jetzt auch nicht die meisten Arbeiter hier, muss man auch mal sagen. 8 Leute sind hier am Schaffen. Ja. Das kann man hier noch was tun, Genossen. Wie sieht's am Stern aus? Können wir da noch ein paar Busse mit dranhängen? Arbeiter sind reichlich da, ne? Arbeiter sind da, Genossen. Denn werden wir die Linie, die hier zur Werft fährt, noch erweitern mit weiteren Fahrzeugen. Die suche ich jetzt mal raus hier. Es geht von Strausberg los. Strausberg am Stern, haben wir gesagt. Zur Werft. Genau, das ist dieser hier. Und dann Satellite to Vehicle. Und dann ziehen wir uns noch 2 mit dabei hier. So. Alles, damit unsere Schiffsproduktion hier ein bisschen vorangeht, Genossen. Obwohl, zu schnell muss er auch nicht sein, weil noch können sie nirgendwo hinfahren. Das Ziel der Kohlelieferung ist ja noch nicht fertiggestellt. Aber weit entfernt ist das auch nicht mehr, Genossen, oder? Ich glaube nicht, nee. Denn hier geht's auch gut voran. Schaut euch das an. Hier, die Baustelle wird auch schon bedient. Na, da ist der Kies da, das läuft ohne Probleme, wird hier verkündet. Und ja, auch in einer guten Geschwindigkeit. Ja, das ist gut so, Genossen. Das ist richtig gut so. Wie sieht's am Tunnel aus? Ja, sieht's auch gut aus. Geht auch gut voran. Schon über die Hälfte fertig hier. Über die Hälfte sind wir schon. Sehr gut. Ja, und jetzt haben wir August. Na gut, August. Bald kommt der Winter wieder.
Ja, in diesem Jahr wird das hier nichts mehr, aber die Fundamente sind quasi gelegt hier für eine erfolgreiche Zukunft. Und da können wir direkt mal hier noch ein Stück Kiesweg zuweisen für die Tankstelle. Ist natürlich schade, ne? Die fahren jetzt alle zum Tanken hier bis hier ganz hier oben hin, Genossen. Ja, weil wir hier keinen Strom haben, ja. Mobilen Generator oder sowas Kleineres, ne? Das könnte ich mir hier jetzt schon vorstellen, aber hier jetzt extra ein Kabel werden wir hier nicht rüberlegen. Das wollte ich auch nicht machen, Genossen, denn dieses Stromnetz hier, das soll getrennt sein eigentlich von dem hier drüben. Ich denke auch mit dem, was hier noch dazukommt und unserem kleinen Export, den wir auch laufen haben, da ist dieses Kohlekraftwerk hier auch ausreichend ausgelastet. Denn, also mit dem Strom, mit den ganz verbundenen Netzen, da bin ich eigentlich nicht so ein Freund von, weil schlechte Erfahrung gemacht quasi mit. Ne? Ja, also das gefällt mir nicht hier, Genossen. Das gefällt mir nicht, dass hier so viele Busse warten. Und so viele Arbeiter ja auch unnütz rumstehen, ne? Vielleicht sollten wir hier auf diesen Linien, Strausberg, nach Neuwaloker Feuerwehr. Nach Neuwaloker. Ah, die fahren direkt in das Feuerwehr. Oder haben die eine Bushaltestelle vor der Feuerwehr? Ja, die haben eine Bushaltestelle hier vorgenossen. Okay. Ja, hier könnten wir auch einfach mal größere Busse zuweisen. Und dafür vielleicht ein paar weniger. Dann lass uns doch mal schauen hier. Das ist Strausberg Hochbunker. Wo haben wir es? Strausberg Hochbunker. Neuwaloker Feuerwehr. Ja, da sind nur zwei Fahrzeuge dran. Da sind nur zwei dran. Ne? Und bislang hat es ja gereicht. Aber wir werden die ersetzen, Genossen. Wir werden die B1000 abziehen und hier richtige Busse ranhängen. Also richtige Busse, normale Busse. Ne? Das heißt, dann sagen wir den B1000 mal, die sollen hier nach Hause kommen. Und hoffen, dass nicht gerade jetzt ein Feuer hier losgeht. Das wäre natürlich ungünstig. So, ihr kommt hierher, genau. Hier holen wir jetzt zwei neue Busse. Na, komm, die Icarus, oder? Ja, Astral, die Icarus, die sind super. Die nehmen wir mal. Muss man hier nur einmal umblättern für und dann nehmen wir zwei Stück davon. Sehr gut. Und dann brauchen wir jetzt nur noch sagen, hier kommt auf die Linie. Und gut ist. Genau. Sehr schön. Die B1000 trudeln hier auch ein. Herrlich. Okay. Aber wir haben den Austausch vollzogen. B1000 sind raus und die Icarus-Busse sind rein dafür. Und dann hoffen wir mal, dass hier ein paar mehr Arbeiter abgeholt werden. Ja, auch wenn die Gesamtsituation mit der Anzahl der Busse sich hier nicht verbessern wird, Genossen. Ne? Die fahren natürlich auch noch hier mit zur Feuerwehr hin. Ja? Die wird ja auch versorgt vom Hochbunker aus. Hier ist niemand. Niemand wird hier versorgt. Was ist, wieso eigentlich nicht, Genossen? Das ist nicht gut, dass da niemand ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wieso ist da niemand? Das müsste Neuwaloker Feuerwehr sein. Hier haben wir sie. Vier Fahrzeuge sind hier dran. Vier Fahrzeuge und hier ist niemand. Wo sind die Fahrzeuge denn alle? Hier ist einer. Hier steht noch einer rum. Ja, nimmt der jetzt gleich 100 Leute mit hier? Das ist aber auch nicht so gut, Genossen. Na. Komm mal her. Also für die Feuerwehr, da brauchen wir hier keinen Icarus einsetzen. Nee. Das machen wir auch nicht, Genossen. Das machen wir nicht. Der kann jetzt auch, der wird abgezogen von der Linie hier. Das ist unnütz, dass da so ein Riesenbus fährt. Na, den schicken wir zurück ins Depot. Und genauso auch seinen Kollegen, der damit auf der Linie hängt. Also, du bist zurück hier, sehr gut. Und der Kollege, wo haben wir den denn? Strausberg hoch. Ja, das ist er hier, ne? Ja, das ist er. Er soll sich auch hier melden. Okay. Ja, dann können wir die hier. Die
können wir starten jetzt, genau. Da haben wir 2B1000 noch. Okay. Mindestens 2 Stops erforderlich. Dann bist du doch nicht auf der Linie, wenn du das nicht weißt. Aber egal, dann weisen wir nochmal hier was zu. Ich würde sagen 3B1000. Das macht eigentlich die Gesamtsituation um ein Fahrzeug besser. Also jetzt, was soll denn das hier? Na, falsche Fahrzeug gestartet. Okay, und er soll wieder zurückkommen hier. Ganz genau, Genossen. Jetzt haben wir 3B1000 auf der Linie, das wollte ich auch. Und der Rest hat sich im Depot versammelt. Sehr gut. Okay. Ja, ein bisschen hakelig heute, aber gut, das haben wir erledigt. Ja, die Situation entspannt sich jetzt natürlich noch nicht sichtlich, ne? Das wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, bis wir da die ersten positiven Erfolge sehen. Aber wie geht's auf der Werft voran? Ja, ganz gut, Genossen, oder? Die Zahl hat sich hier mindestens verdoppelt, der Arbeiter. Und bei unserem Lübbenau Frachter, ne? Da sieht man jetzt auch schon den ersten klitzekleinen Fortschritt hier. Herrlich, Genossen. Richtig gut. Von dem Parkplatz hier wird auch rege Gebrauch gemacht, vor allen Dingen von diesen Regierungslimousinen. Ja, das ist dieser Perpendicular Parking Parkplatz, genau. Und der ist beliebt, Genossen, ne? Gerade wo ich sage, fahren alle weg. Der ist so beliebt, dass alle weggefahren sind. Oder deren Schicht war halt vorbei, ne? Denn hier kommen auch schon die nächsten. Ja, das ist auch ein geiles Fahrzeug hier. Der kleine Polski Fiat in der jugoslawischen Staatsbemalung quasi. Richtig nice. Komme ich hier mal ein bisschen näher ran, bitte? Also, ne? Ja, schönes Sortiment an Fahrzeugen, muss ich mal sagen. Von den Regierungslimousinen haben wir natürlich ein paar mehr, weil da in dem Stalinstadt-Center, die haben eine ganze Menge davon. Ja, haben sie, glaube ich, damals vom Russen mit übernommen. Ja, ja. Ja, die Baustellen sind alle ausgekehrt hier, Genossen. Das ist herrlich, oder? Dann können wir hier noch ein paar neue Hindernisse in den Weg bauen. Und da fangen wir hier mal an. Und dieses Stück hier auch. Diese Straße will ich auch mal fertig haben irgendwann. So, aber immer nur... falsche Seite hier, ne? So, komm ich hier näher ran. Kommen wir hier näher ran, Genossen? Ja, das klappt. Okay. Naja, das ist heikel, weil es hier am Top ist. Deswegen will ich die Seite hier freilassen. Ne? Aber das Stück hier können wir auch schon mal zuweisen. Immer in kleinen Häppchen. So. 2 Stückchen, sehr gut. Das haben wir. Ja, nice, Genossen, oder? Richtig gut. Die Ernte, wie steht's darum? Das müssen wir uns ja auch drum kümmern. Ja, seht ihr auch, die Ernte ist mitten im Gange und zum Großteil auch schon abgeschlossen, jedenfalls auf den normalen Feldern. Ne? Dieses riesen Stalin-Monsterfeld hier, Massive Field, das ist ja die Wintergerste, das zieht sich da immer ewig hin, aber sonst sind die Felder alle abgeerntet, ja. Und unser Getreidespeicher müsste jetzt auch voll sein, ne? Hoffe ich doch mal. Ah ja, 85%, ja. Das Management der Getreidevorräte, Genossen, das wird auch nochmal eine Herausforderung denn darstellen. Gerade wenn wir dann so daran gehen, unseren eigenen Stoff zu produzieren, wo ja doch erheblicher Getreideverbrauch besteht, ne? Oder Pflanzenverbrauch ist es ja. Deswegen, das wird noch interessant werden, ja, ja. Und wir sehen schon jetzt, die Felder, ja, färben sich auch schon wieder hier. Und der Herbst wird gleich Einzug halten, Genossen. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt. Wir sind super gut aufgestellt für diesen neuen Winter. Also besser waren wir noch nie da. Ne? Wenn jetzt hier auch noch die Stromfluktuationen beseitigt sind, dann müssten die Strausberger eigentlich alle happy sein. Ja. Haben wir hier schon Bevölkerungsüberschuss, Genossen? Ja, 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 ja. Hier sind schon die ersten Erwachsene. Okay,
Okay, na gut. Noch können sie sich wahrscheinlich verteilen. Ne? Ich denke, dass die Gebäude hier nicht alle voll sind. 135. Das ist voll. Hier auch. Naja, checken wir mal aus, oder? Das ist die Schule, die ist gut besucht. Wie sieht es denn hier aus? 117 von 180, ja. Jetzt ist es ja so, dass wenn die über 21-Jährigen, die bei den Eltern leben, die ziehen ja nur innerhalb von 400 Meter um. Ne? Nur da, wo sie hinlaufen können, da ziehen sie auch hin um. Wenn sie im Studentenwohnheim wohnen und an der Uni gewesen sind, dann ziehen sie wohl auf der ganzen Karte weiter. Deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir hier noch ein Studentenwohnheim bauen, weil dieses Gebäude hier ja offiziell auch eins ist, glaube ich. Ne? Alle Schüler, 2 von 7. Ist das ein Wohngebäude hier für Schüler, Studenten mit abgeschlossenen Studien? Haben wir hier gar nicht. Ach, müssen wir selber umschalten, Genossen. Okay, dann habe ich das jetzt hiermit getan. Und dann laden wir hier Studenten ein. Und wenn die, wenn die fertig studieren oder wenn die einen Abschluss wie auch immer erreicht haben, dann können sie halt von hier aus in unserer ganzen Republik sich niederlassen und entsprechend ihren gerade entworbenen Fähigkeiten dann zum Einsatz gebracht werden. Ja, sieht richtig gut aus, Genossen. Keine Baustelle hier im näheren Bereich. Aber mit der Zuweisung von den Einbahnstraßen, da will ich auch noch abwarten, bis das notwendig ist, Genossen. Ne? Da soll erst der Straßenbau eigentlich abgeschlossen sein, weil das ja doch. Das geht ja schnell, ne? Mit den Einbahnstraßen. Nur hier, Genossen, hier läuft es nicht so gut, ne? Der Zopp. Wie immer. Na gut, das ist alles Durchgangsverkehr hier. Das ist alles Durchgangsverkehr. Ja. Ja, nicht alles. Das ist der Kipper hier, ne? Der Kipper ist Durchgangsverkehr. Ja. Und die hier? Fahren die etwa hier lang, wenn sie... Ne, die wollen zum Zopp. Die wollen zum Zopp. Vielleicht könnten wir hier ein bisschen... ist die Gießgrube voll besetzt? Sonst könnten wir die Linie ein bisschen ausdünnen, Genossen. Ah, nicht wirklich, ne? Das sind auch nur 5. Also können wir hier auch nichts ausdünnen. Nee. Ja, die bringen auch immer nur 7 Leute, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, ja, Astrale, weil du hast selber die B-1000 da eingesetzt. Ja, Genossen, das stimmt ja auch. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns mal hier nieder in Eisenhüttenstadt und schauen, wie es hier vorangeht, ne? Ja, jetzt werden hier natürlich schon, gut, das ist Teil des Straßenbaus eigentlich, hier diese Förderbandübergänge, die werden natürlich auch mit errichtet. Ja, wir lassen das vor sich her bauen, Genossen, ne? Solange hier der Tunnel gebaut wird, da stört mich das jetzt nicht. Also ist überhaupt schön, dass das mal was vorangeht, von daher. Hier gibt es noch einen weiteren Tunnel dann, der hier dann durchführt, ja. Das ist dann die, hier ist eine Verbindung quasi, ne? Nach oben hin und hier ist die nächste dann. Ja, auf jeden Fall, was Straßenverbindungen angeht. Genau. Ja, und eigentlich wäre es wichtig, dass hier diese Sache hier fertig bauen, ne? Damit wir hier die Kohle anliefern können. Aber ja, dafür brauchen wir auch erstmal die Straßen und das geht ja gut voran. Also das ist wirklich positiv zu sehen. Da sind wir mit Freude dabei. Und hier dauert es halt noch. Ne? Hier müssen wir die Tunnel fertig haben. Der sieht aber auch schon gut aus, Genossen. Der sieht schon richtig gut aus. Wie sieht's denn aus hier? Hallo, Tunnel. Ist der fertig, Genossen? Ist der gerade fertig geworden? Der ist gerade fertig geworden, ne? Gab jetzt keine Zeremonie, aber der Tunnel ist fertig. Das ist ja richtig gut, Genossen. Das ist nice, ja. Okay, das heißt, dass es hier jetzt weitergeht, ne? Ja, hier sind die Konstruktionsbüros jetzt schon dran, ne? Okay. Naja, da müssten wir... Ich werde mal hier den Kollegen in Neuwaloka Bescheid sagen, dass die hier unterstützend eingreifen, ne? Mal sehen, wir hatten hier Kapazitäten frei. Die Kipper, Genossen, auf jeden Fall. Dann die Betonmixer-Leute auch, ja. Also sortiere ich mir die mal an hier. Und dann kommen die Straßenleute. Ja, die haben auch schon jetzt Kapazitäten frei. Die Gebäude.
Und Kipper 2 auch. Hängen wir auch mit dran. Ne? Oh, okay. Gut, Genossen. Die haben wir uns gepackt. Und jetzt müssten wir nur noch hier die Baustellen dann zuweisen. Ne? Also fangen wir mal mit den Straßen an. Das ist außerhalb vom Auto-Search. Ja, deswegen holt er sich die nicht mehr. Das ist zu weit hier. Okay. Gut, aber alles, was hier irgendwie Straße ist. Okay, wir können noch nicht zuweisen, wo es noch nicht möglich ist quasi. Naja, das heißt, dass es hier mit diesen kleinen Stückchen weitergehen wird. Hier kann es nicht möglich sein, genau. Ja. Naja, das ist aber trotzdem okay hier. So. Das ist auch Straße eigentlich, ne? Na, zählt als Gebäude, Genossen. Ja. Okay, das heißt, hier haben wir Unterstützung gerufen. Sehr gut. Und wird hier dran gebaut. Ressourcen auf der Baustelle, ja. Die können sie auch erreichen. Das ist sehr gut, Genossen. Das heißt, das geht auch voran. Die Kohle-Support-Infrastruktur hier. Ja, nice. Und 1 Million hier von unseren 4 Millionen haben wir auch schon wieder reinverdient. 4 Millionen für den Bauplan. Junge. Naja. Gut, Genossen, hier geht es voran. Ja, das ist eine Freude zu sehen. Das heißt, hier ergibt sich dann auch langsam die Notwendigkeit, so ein bisschen Wohnraum und Infrastruktur für Bevölkerung zu schaffen. Aber das ist jetzt noch nicht super eilig, das gebe ich zu. Ne? Vorher brauchen wir hier die Möglichkeit zur Kohleanlieferung, wäre nett per Schiff. Dann können wir uns das nämlich ersparen, dass wir hier per LKW noch was rankamen. Nur um das Kohlekraftwerk am Laufen zu halten. Ne? Das würde ja wahrscheinlich auch bedeuten, neues Distributionsoffice zu errichten. Und nur für eine temporäre Geschichte lohnt sich das ja auch nicht. Außer wir schnappen uns irgendein anderes. Aber das, wenn sich das vermeiden lässt, dann ist das gut. Ne? Lass mal zusehen, dass wir die Kohle da direkt mit dem Schiff hochbekommen. Und unsere Lubbenau ist es, ne? Die wir hier bauen. Naja. Wie viele Arbeitstage braucht die? Puh, ich kann es gar nicht lesen von hier aus. 156.000, glaube ich, ne? Oh, Junge. Naja. 3.149 Tonnen Stahl. Okay. Puh. 400, ne? 403 Tonnen mechanische Komponenten. Ich dachte gerade schon 4.000. Jo, was kostet denn die, wenn wir den so kaufen würden? Das können wir doch hier machen, ne? Neues Fahrzeug oder kaufen? Ja, kaufen. Wir wollen die Lubbenau kaufen, Genossen. Wir wollen die Lubbenau, die ist... Ah doch, hier ist er. Ah, da kostet eine Lubbenau, kostet 3,6 Millionen. Okay. Der Bauplan hat 4 Millionen gekostet. Na gut, wir werden mehr als ein Schiff bauen davon, ne? Denke ich doch mal. Wir werden eins für Kohle bauen, eins für, vielleicht sogar zwei für Kohle, eins für Kies. Und wenn wir später hier die Uranproduktion anleiern, besser gesagt die Uranförderung, dann ist es ja auch denkbar, dass Uranerz mit so einem Schüttguttransporter irgendwo hinzufahren, wo es dann weiterverarbeitet wird. In eine nukleare Stadt. Irgendwie sowas, ne? Das wäre ja auch nice, Genossen. Ja, hier geht's voran. Na, hier ist schon wieder Material angeliefert worden. Dieses Stückchen ist auch fertig. Ja, das ist schön zu sehen, wie sie sich hier langsam durcharbeiten, Genossen. Und hier auch, ne? Okay. Gut. Dann, worum können wir uns denn jetzt mal kümmern, Genossen? Worum können wir uns denn jetzt mal kümmern? Ich würde fast sagen, das sind wir einfach jetzt zufrieden. Für einen Moment sind wir einfach zufrieden und sagen, es ist gut so, Astralsilber. Es läuft alles. Nein, natürlich nicht, Genossen. Natürlich nicht. Diesen Tendenzen müssen wir entgegenwirken hier, ne? Das geht nicht, dass wir uns hier zurücklehnen und sagen, na, haben wir ja gut gemacht, Schulterklopfen. Nein. Deswegen, wenn wir hier weiter an unserem Asphaltnetz arbeiten, Genossen,
Und aber dabei aufpassen, dass wir die Feuerwehr nicht vollständig zubauen, weil das wäre auch ein bisschen blöde. So, das passt hier soweit. Hier, das Stück kann auch, ja. Das kann auch gemacht werden, genau. Und die andere Seite hiervon auch, ne? Ja, das kann auch gemacht werden. Sehr gut. Ja, hier können wir auch, weil dann können sie hier rumfahren und den Stahl anliefern. Mhm. Und ja, hier noch nicht, Genossen. Das lassen wir nochmal frei. Da wollen wir den dann nicht im Weg stehen, den Kollegen. Hier, das ziehen wir mal durch. Ja, ja, das machen wir mal, Genossen, oder? Naja, dann kommen sie hier jetzt mal kurz nicht ran. Aber das ist okay. Das Lager da ist voll. Hier ist, glaube ich, der Stoff drin, ne? Ja, hier ist Elektronik und Plaste, also Kunststoff, Genossen. Ne, für die Jüngeren unter uns. Kunststoff. Plaste, weiß ja auch keiner mehr wahrscheinlich heutzutage was mit anzufangen hier. Naja. Ja, Genossen, wo ich gerade dran denke, die Abstimmung zu der Deadman Challenge, die läuft noch, würde ich vorschlagen, dass wir die noch so ein paar Tage laufen lassen. Da zeichnet sich ja schon ja, eine gewisse Tendenz ab in den Meinungen dazu. Und dennoch, ich finde es auch interessant, ja, auch zur Förderung, ne, des Sozialismus international. Wir müssen ja auch international denken. Wir müssen über die eigenen Grenzen hinweg schauen. Und es hat ja auch gute Tradition in ja, gewissen sozialistischen Republiken, dann Einwanderer aus der dritten Welt zu holen, die auszubilden. Und ja, ich glaube, die dürfen dann auch nochmal kurz arbeiten, damit sie dann mit den erworbenen Fähigkeiten und natürlich auch mit einer gewissen sozialistischen Prägung versehen, ja, derart gestählt in ihre Heimatländer zurückkehren können. Ne? Und das ist vielleicht auch ein Argument, was man noch mit in Betracht ziehen sollte, dass wir ja, ja, dass wir ja auch an das große Ganze denken müssen, quasi die internationale Solidarität, Genossen. Ja? Nur vor lauter Busverkehr hier am Zopp, da bin ich ganz, das gefällt mir gar nicht, Genossen. Schaut euch das an, hier sind, was ist das? Schnelle medizinische Hilfe ist hier unterwegs, kommt nicht voran. Naja, gut, doch, die können durchflutschen. Aber naja, die Bushaltestellen, das, oder die Busstation, das ist nicht ideal, Genossen. Das, Jetzt hat sich der Stau wieder abgearbeitet ein bisschen, ne? Ja, aber trotzdem. Gut, Genossen, von daher, wenn ihr noch eure Meinung dazu noch nicht verkündet habt oder noch andere Einwürfe und Ideen habt, dann freue ich mich, wenn ihr das in den Kommentaren hinterlasst und ja, das Endergebnis da mit beeinflusst. The View Area, was ist, funktioniert denn hier nicht? Unvollendete Straße. Na gut, dann wird der Bau ausgesetzt, bevor der Bus hier drumherum steht. Ich weiß nicht, was hier unvollendet ist, Genossen. Was ist denn hier unvollendet? Sieht doch sehr gut aus. Also meiner Welt jedenfalls. Ja. Naja. Gut, hier ist der Straßenbau erledigt. Alle Aufträge wurden ausgeführt anscheinend. Ja. Na? Die sind alle ausgeführt. Ja, sehr gut, Genossen. Das ist so schön zu sehen. Sehr, sehr gut. Und hier drüben, wie sieht's denn hier aus in Kolditz? Naja, gut, das sind lange Stücken hier, die hatten wir auch vorhin erst in Auftrag gegeben. Aber hier ist es auch gut vorangegangen. Ja, nice. Und hier auch, Genossen, ne? Hier machen wir auch riesen Fortschritte. Ja, bald ist diese Spur hier durchgängig asphaltiert. Stellt euch das mal vor. Mann, Mann. Was ist hier? Ja, hier ist nicht so pralle, ne? Können wir hier Universalkonstruktionsstraßen aus Kolditz. Ja. Aber die andere hatten sie ja auch von selber gebaut, ne? Da hatte ich ja die einzelnen Stücken jetzt auch nicht von Hand zugewiesen. Nee, hatte ich nicht. Von daher, Trauen wir ihnen das hier auch mal zu, ne? Das müssen sie hier auch schaffen. Und hier, Bau hat aufgehört. Ja, das ist aber okay. Ist zugeordnet. Das heißt ja nur, dass jetzt hier keine Arbeiter und kein Asphalt vor Ort sind.
Ja, ja, ja. Genau. Ja, Genossen, richtig. Jesus! Was ist denn hier los? Pause, 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 Genossen. Uns brennt hier gerade unser ganzes... das ist gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut, Genossen. Was ist denn hier los mit der Feuerwehr? Jo, das ist aber auch ein Großfeuer. Sowas hat die Welt ja noch nicht gesehen, Genossen. Junge, Junge, Junge. Mehr Fahrzeuge, oder? Können wir hier noch mehr Autos kaufen? Nee, ne? Ist alles belegt? 72. Oh, tschio. Nee, wir können hier nichts mehr einkaufen, Genossen. Wir können hier nichts mehr einkaufen und, ja, die Feuerwehr ist vor Ort, ne? Die Feuerwehr ist vor Ort, Genossen. Fortschritt des Feuers, aber das wird alles nichts. Bürger im Feuer umgekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir können nichts machen. Jo. Gut, liebe Genossen, wir... Einflussmöglichkeiten habe ich nicht wirklich. Watch and learn. Ja, Genossen, da muss Sabotage am Werk gewesen sein. Wie kann denn hier so ein riesiges Großfeuer mit, wo einem die halbe Ortschaft abbrennen? Also, das sind ja... Das ist ja kein einzelnes Gebäude hier, das Feuer. Das ist ja ein flammendes Inferno, Genossen. Das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das, also... Das... Also so ein Feuer habe ich ja hier auch noch nicht erlebt, muss ich mal sagen. Ja, und wir können nichts machen, Genossen. Unsere Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Das sieht man ja aus 5 Kilometer Entfernung hier, das Feuer. Mann, Mann, Mann. Wie konnte das denn passieren? Ja, Genossen, ja, abwarten. Bislang haben wir noch kein Gebäude verloren hier, Astralserver. Jetzt bleib mal ganz ruhig und vertraue hier in deine Feuerwehr. Okay, ich bleib ganz ruhig und, Prost, Genossen. Das sieht aber aus, als ob das alles gleich in die Luft fliegt, oder? Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Oh nee, ey. Wir können doch nicht unser Zementwerk verlieren, Genossen. Und den Speicher und alles. Also ein Feuer habe ich noch nicht gesehen, Genossen, in Workers on the Resources. Das, nee. Und, nee, also ein Feuer habe ich noch nicht gesehen. Hey, es sieht gut aus, oder? Oh Mann, sag mal, schaffen wir das? Schaffen wir das ohne weitere Verluste hier? Ohne, dass wir Gebäude verlieren, Genossen? Ja, wir schaffen das, ohne ein Gebäude zu verlieren. Na, das ist ja der Wahnsinn. Feuer gelöscht. Ja, hätte ich gerne mal die Zusammenfassung hier. Wir haben in diesem Feuer 26 Bürger verloren, Genossen. Oh mein Gott. Also das ist wirklich, ja, das Feuer vom November 66, Genossen. Dann müssen wir hier im Gedenken an diese treuen Zementwerker, ja, ein weiteres Memorial in der langen Geschichte, ja, der leidvollen Geschichte. Ihr seht es hier, aus dem Nichts heraus schlägt das Schicksal zu und, naja. Also eine kleine Erinnerung müssen wir hier für niedersetzen. Es war der 6.11.66, Genossen. Der 6.11. Oh, es blieb ja stehen, als ich das hier gesehen habe. Der 6.11.66 und ja, wir können das ja leider nicht eingravieren auf die Tafel. Was nehmen wir hier denn schönes, Genossen? Nochmal die schöne Tafel, oder? Na, hier. Das sieht auch schick aus. Genossen, ein... ja, das ist den Toten geweiht, ne? Das,
ist zwar von der Kirche gesponsert, ich weiß, da haben sich ja auch viele Genossen drüber echauffiert, aber dennoch, das religiöse Bedürfnis ist in unserer Bevölkerung einfach noch verankert und den 26 Armseelen, die da in diesem Inferno ums Leben gekommen sind, denen werden wir hier dann eine kleine Andachtsstelle errichten. Ja, hier da mal, ne? Oder hier sind sie unterm Förderband, Genossen. Da sind sie unterm Förderband, da fühlen sie sich zu Hause. Na komm her. So. Und dann müssten wir nur noch schauen, dass wir hier irgendwie noch ein bisschen Bürgersteig durchbekommen. Ja, hier so geht das sogar. Na, nice. Gut, und das benennen wir aber auch gleich entsprechend. Sonst vergessen wir das doch wieder, ne? Ah, Feuer Inferno. Inferno vom 6.11.66. 26 Tote. Tote Bürger. Okay. Naja. Die Armen. Ja, Genossen, aber Lob und Anerkennung unserer Feuerwehr. Ne? Da müssen wir mal sagen, das sind hervorragende Löschleistungen. Das hätte ich ja nie erwartet. Und da zeigt sich auch wieder, dass sich hier der Bau der großen Feuerwehr ja anscheinend doch gelohnt hat. Gut, dass ich vorhin hier nichts mit den Bussen gemacht habe, Genossen. Stellt euch das mal vor, wenn uns das hier alles abgebrannt wäre, das Zementwerk weg. Oh, Junge, Junge, Junge. Na, also da können wir wirklich sehr, sehr froh sein, dass das hier so glimpflich ausgegangen ist. Und hier sind auch, naja, kleiner Fortschritt, das dauert noch, Genossen. Unser 4 Millionen Rubel Frachter da, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht, Genossen. Ja, Dutschfurt liegt ja gut da. Hier haben wir natürlich überall keine Feuerwehr derzeit, ne? Keine Feuerwehr. Aber den Eingang zur Feuerwehr, den haben wir gleich erreicht. Der ist nämlich hier. Eigentlich könnten sie, wenn das Stück fertig ist, schon hier über den Gehweg fahren. Ne? Weil dann will ich das im Auge behalten, dass wir diese Feuerwehr auch gleich neu Waloka zuweisen mit, damit die hier prioritär gebaut wird. Denn wir haben ja gerade gesehen, wie wichtig das ist, ne? Und dann gilt es natürlich hier auch im Pendelverkehr erstmal aufzusetzen oder ja oder direkt die Bürger dort zu versorgen. Aber das wird nichts werden, oder Genossen? Nee, das wird nichts werden. Dafür bräuchten wir ein Geschäft, dafür bräuchten wir alles, ne? Schon wieder ein Feuer. Wo denn diesmal, bitteschön? Kolditz, Konstru. Naja. Wenigstens nur eins, muss man heutzutage ja schon sagen. Aber wir haben ja hier auch nur ein Feuerwehrfahrzeug, ne? Hier kommt es natürlich jetzt schon angefahren, der IVG 5. Also wenn wir hier ein Großfeuer kriegen, dann sind wir geliefert, Genossen. Das ist richtig schlecht. Ja, das gefällt mir aber hier, Genossen. Diese Lokomotive DR Baureihe V100, ne? Die ist doch nice, die kennen wir doch. Ja. Schön, schön, schön. Ja, aber bezüglich des Eisenbahnverkehrs, da dachte ich ja, das erstmal hinten anzustellen und den wirklich erst in Bau zu nehmen, wenn wir unseren eigenen Stahl erzeugen, Genossen, ja. Denn den ganzen Stahl hier einzukaufen und durch die Gegend zu fahren dafür, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so die Idee. Das können wir dann auch schon selber errichten, denke ich. Ja. Haben sie den schon gepackt hier? Sind hier schon Baubüros dran? Nee, ne? Die kommen noch nicht ran, Genossen. Die kommen noch nicht ran. Ja, das kleine Stück hier. Aber die Walze ist ja hier unterwegs. Oha. Da ist, geht der Alarm hier los. Die Walze ist ja hier unterwegs, Genossen. Und das, ja, hiermit ist es auch fertig. Sehr schön. Das heißt, dass diese Baustelle ja jetzt hier erreichbar ist, theoretisch. Oder? Hier müssten sie doch auch über den Gehweg langkommen und nicht nur über die Straßenverbindung. Ausprobieren, Astral. Ausprobieren. Erstmal aktivieren und deaktivieren. Mal sehen, ob sie es packen hier. Weil die Dutschfurt, da müssten sie ja automatisch mitnehmen. Aber machen sie nicht. Nee. Machen sie nicht. Können wir das dann, wenn wir es denen aufzwingen, ausprobieren.
Ob sie dann reagieren? Nee. Ja gut, er sagt hier nur Straßenverbindung für die Feuerwehr. Nur die Straßenverbindung. Okay. Au, da kommt der erste Schnee, Genossen. Es ist wieder soweit. Ja. Wie weit gehen die 1000 Meter? Hier, lass uns 2000 draus machen, ne? Ja, lass uns 2000 draus machen. Dann kommen wir hier ein bisschen weiter rüber nach Eisenhüttenstadt. Aber gut, jetzt ist eh alles erstmal zugeschneit. Ich will nur mal schauen, wie hier die Entfernungssituation ist. Dies legen wir auch auf 2000, ja. Naja, wahrscheinlich sind es hier auch 1000, ganz genau. Sind sie wenigstens alles gleich. Hier braucht man es nicht beim Tiefbauamt, weil hier... Obwohl, hier können wir auch sagen. Ne, nee, zwar... Eigentlich sollen die gar nicht durch die Gegend fahren, Genossen. Das waren ja hier unsere Geräte für den für das Terraforming. Aber wenn man hier mal einen Bulldozer braucht, dann können sie sich ja nützlich machen, ne? Ja. Die haben halt nur leider keine offenen LKWs dabei, dass man die mal durch die Gegend fahren kann. Die würden dann langsam den Verkehr aufhalten, aber ja. Ja, Genossen, schaut es euch an hier. Ich freue mich auch so ein bisschen auf die Fertigstellung dieses besonderen Motherland Calls Memorials hier, dieses Denkmals. Ja, leider sieht man die Baustellen nicht hier, wenn wir in diese Ansicht drüber switchen. Aber da sehen wir nochmal, wie leer doch dieses Land derzeit noch ist, was wir hier ja, versuchen aufzubauen. Ne? Und wir sehen auch gleichzeitig hier schon die ersten schönen Fortschritte, Genossen. Und mit diesem positiven Ausklang der heutigen Folge, da möchte ich euch auch entlassen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Wie immer, comment, like, subscribe. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich versuche auch so viel wie möglich davon zu beantworten, versprochen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der dann hoffentlich auch schon mit dem Bau des Kohlekraftwerkes begonnen werden kann, damit wir die Eisenhüttenstädter Seite elektrifizieren können und den weiteren Fortschritt hier dann beleuchtet uns vor Augen halten können, Genossen. Nach diesem holprigen Abschied sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.